Hallöchen, ihr Lieben, zur zweiten Angezockt-Folge von Tesla Effect. Ja, dann ich würde sagen, wir schauen uns auf jeden Fall hier in der Gegend noch ein bisschen weiter um, denn wir müssen ja herausfinden, was eigentlich passiert ist, nicht wahr? Looks like Rusty's fun mass building has been converted into a Knights of the Templar clubhouse. It's closed. Most businesses on Chandler Avenue won't open until later. Rusty's always gave me the creeps. Das ist auch wirklich ziemlich gruselig. Was ist das? Midnight isn't open right now. Ach ja. I'll have to try back later. Stimmt, da hatten wir ja hier diesen kleinen NSA-Ausweis gesehen. Was haben wir denn hier drüben? Oh, it's my favorite podcast. Full of pod people. Ich höre ja nicht so viel Podcast, Close. Muss ich zugeben. Yeah, this building's been a lemon for anyone who's tried to open a business here. Wieso denn? Was ist das denn? Fuchsia Flamingo, das sieht doch ganz nett aus. Ich weiß gar nicht, was man dagegen hat. Wow, hier kann man echt ziemlich weit laufen. Wow, this place really has been renovated. I guess that dumbbell Ardo must have come into some money. But as I walk to the counter, I suspect this place is under new management. Hologramme sind auch Menschen. Welcome in. Welcome to the Golden Gate Hotel. How can I help you? Holy Graham, I see. Mr. Murphy? Wow. Service around here has gotten a lot better and a lot smarter. Call me Tex. No, thank you. The last time I tried that, you were all... I'm a professional and should be treated as such. For some certified just baloney like that. Management heard about it and I didn't get any time off for a month. And that was supposed to be me? How do you know so much about me anyway? Unlike you tangibles, we have computer brains. So, do you got a name? You know very well who I am. Holly Graham. Cute, right? You tangibles just can't resist a pun. So, I think your sign has a typo. It says, holograms are people too. So you can read. It's for the hologram rights movement. I hate to tell you this, but holograms aren't people. And I ought to know, because I've dated a few. That's exactly what they used to say about minorities, women, and mutants. It's our turn now. I'm officially on strike. Okay. Well, more battery power to you. Really? You're the last person I thought I'd hear that from. Everyone in this neighborhood's afraid of you, you know. Von mir? Oh Mann, ich muss ja echt böse geworden sein. Afraid I might not pay my bills, maybe. Speaking of the neighborhood, maybe you could help me by telling me what's been going on around here. Sure. Though I should warn you, I don't get out much. Wow, okay. Das ist eine Menge. Now that I know you support the hologram rights movement, I may have to reevaluate my opinion of you. Hä? Wann habe ich denn gesagt, dass ich das unterstütze? I heard gunshots, and then the speeder came flying out and took off. Well, it's no Golden Gate Hotel, is it? We keep everything like that over at the Snow White Warehouse. Okay. Ach so, da könnte eine Leiter sein. Klar, stimmt. I think he came in one time with Mojo, the kid from the barbecue place. It was awkward. Taylor's my bestie. My real friend. I don't know what she's doing with you. The nicest tangible I've ever met. Oh, you know me. Just a hologram. Here to serve my tangible oppressors. I've heard they keep a key or something to get inside the warehouse by the door. Okay. Das ist ja easy. Ein bisschen gefährlich, ne? I should look around the hotel lobby and see if there's anything here that could help me out. Okay, können wir natürlich machen. Throw pillow. Forget it, Jake. It's a Chinatown sale. Forget it, Jake. It's a Chinatown sale. Only guests of this hotel are allowed entrance through here. Okay, wir gucken uns natürlich alles nice an. Furniture. Oh, schaut mal. It's a key to a lockbox. Geil. Schlüssel des Schließfachs ist ja cool. All these pictures of how beautiful San Francisco used to be just depress me. When visiting Salt Lake. Be sure to visit. Oh. When visiting Salt Lake,
Be sure to visit. Oh. Wieso ist Salt Lake zerstört oder wieso sagt er das so? Hey Tex, how's your case progressing? Ups, ich wollte gar nicht mit dir sprechen. Keine Lust. I'm surprised people still read newspapers, but admittedly they bring a nice nostalgia. I guess this is time out for unruly guests. Okay, was haben wir denn hier drüben noch? Hopefully ballroom renovations include installing an actual ball pit. Oho, okay, das ist alles im Bau. Ja, ich glaube eigentlich. Wahrscheinlich mussten wir den Schlüssel finden. Da ist nochmal einer der Flyer, aber die haben wir schon gesehen. So, okay. Was haben wir denn hier drüben noch? Ist wahrscheinlich nur ein anderer Eingang, oder? Yeah, the Golden Gate Hotel was so famous, they named a bridge after it. Ja, sicher. Oh. Hmm. Sounds like there's something scary in the sewers. So, es wird gespeichert. Ach, das ist dieser Tower. Da müssen wir wahrscheinlich auch noch mal hin. Aber erst schauen wir uns hier noch um. Wobei, ich weiß nicht, ob hier hinten was ist. This old Buick's been picked clean by the urban vultures. Ach, ich kann ja nicht springen. Ich wollte gerade schön losspringen. I have no desire to ride that streetcar. Nee, damit würde ich auch nicht fahren wollen. Vielleicht sind hier noch irgendwo Zeitschriften. Kann ich mich bücken? Nee, kann ich nicht. Sieht ziemlich gefährlich hier aus. Sieht aus, als könnte ich hier sterben. Ist hier irgendwas Wichtiges? Wieso kann man hier lang? This became a highly sought-after neighborhood post-World War III when it was found that the radiation couldn't penetrate through all the lead paint. Another Mike and I Camera Candy Comic. Yay! Super. Was ist hier? Achso, ich dachte, hier führt eine Treppe runter. Ich glaube, das war wirklich nur, um das Ding einzusammeln. Nehme ich jetzt mal so an. Oh, ich kann tatsächlich noch ein bisschen schneller sogar laufen, wenn ich Shift drücke. So, was haben wir denn hier noch? Ah, da ist noch eins. Juhu, das will ich haben. Mike and I Hammer. Murder, my sweet. Hä, ich dachte, das hätte ich eingesammelt. Ich dachte, hier wäre ich schon mal lang gegangen. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. So. Ach ja, der Newsstand. Ich glaube, den habe ich mir noch gar nicht richtig angeschaut. Chelsea's Newsstand is completely abandoned. I need to find out what happened to Chelsea. Sad was to say, das? Many robots and cyborgs end up down here. They get hooked on old Chihuahua motor oil. Chihuahua motor oil. Until their lights fade out. Das ist ja traurig. These downstairs have housed various individuals over the years. It's always nice to know I'll have a place to go if I can't. It's closed. That's Rook's pawn shop. Okay, da können wir scheinbar momentan nicht rein. Oh, hier Behind kommen wir. Rook's pawn shop is a dirty, ugly alcove that reminds me a lot of Rook himself. Wow. Ja, was ist das? Was ist denn das? Kaputte Laufrolle der Seilrutsche. Meine Güte, okay. Das haben wir jetzt auf jeden Fall eingepackt. Das ist doch schon mal was. Und wieso ist hier so eine Musik? Was ist das da? Kann ich das mitnehmen? Scheinbar nicht. Na? Yeah, the city of Old San Francisco picks up the trash once a year. I think we're getting close to our date. What's this? Ja, was war das jetzt? Was sammle ich denn hier alles ein? Ein kleines Rad. Ah. Wie war das? Wartet. Oh, it's a small wheel. Wie ging denn nochmal... Kombinieren. The zipline trolley is broken. It's missing a wheel. I don't know what I was thinking. Hä? Eigentlich müsste ich das kombinieren. Aber gut, wir brauchen das ja jetzt momentan auch gerade nicht. Von daher... Well, it's not a Banksy. Oh, okay. Ich kann tatsächlich die Leiter hoch. Wow. So. This door's just painted on. Ah, yes. Llama Claus would bring packs of cigarettes to all the good children around the world. Wie gruselig ist das denn? Ich wusste, dass es hier gruselig ist. Creepy in there. Das ist wirklich sehr gruselig. Wie geil. Also hat das keinen anderen Zweck, als dass es gruselig ist. Well, it's not a Banksy. Ach, das meinte er. Alles klar, ich habe mich schon gefragt, was das soll. So, na gut. Wir haben hier Sachen eingesammelt. Oh, I remember the day I came back to my office and that grisly sight. Das ist wirklich gruselig. Da ist ein Kopf im Wasserspender. I tried for an hour to get Pug's head out of the water cooler, but it was no dice. The police showed up and thought about grilling me until they realized Pug was a mutant. And it was like they couldn't care less. I guess people are a little apprehensive about taking that bottle back for deposit.
Okay. So, wo können wir denn noch hin? Hier ist ja auch geschlossen. Inspector Burns Barbecue ist auch geschlossen. Wo ist denn dieser Ort, wo sie ihre Sachen aufbewahren? Dieses Schneewittchen-Lagerhaus. Das wäre natürlich cool. Ah, da ist es. Ist hier noch was? Kommt man da rein? Nee. This became a highly sought-after neighborhood post-World War III when it was found that the radiation couldn't penetrate through all the lead paint. Da kommt man auch nicht rein. I'm pretty sure every one of your cases involves the Snow White Warehouse somehow. Oh, echt? Ist das so? Was ist hier denn? Hey, that's my ex-wife's boyfriend. What is this guy mad about? You know, I can appreciate any man who wears a turtleneck. Must be a pilot. Only pilots wear scarves. Okay, die gehe ich jetzt nicht alle durch. Ich denke mal fast, dass das die Entwickler sind oder Kickstarter-Spender, die vielleicht einen bestimmten Preis bezahlt haben dafür, dass sie dann, wie gruselig, hier erscheinen. Denke ich jedenfalls mal. So, dann würde ich sagen... Yeah, needs a key. It's locked and I need to find a way to open it. What do we got here? It's like instructions to get into the Snow White Warehouse. Was haben wir denn da? Hey Joe, wir haben den Snow White Lagerhaus Lockbox Code verändert. Er ist nun 4268. 4268. 4268. Needs a key. Ach so. Oder ist es das hier? Sekunde. That's the Snow White Warehouse. Wo muss man denn diesen Code eingeben? Huch! Ach, das da? Nee, das hat da... Oh, das hat damit nichts zu tun, oder? It's like a swipe card reader. It's closed. Most businesses on Chandler Avenue won't open until later. 4-2? Hier ist keine Tür. Oder ist das vielleicht dieses hier? Tatsächlich. Das wollte ich gar nicht. 4-2-6-8. Huch, wieso geht denn das immer auf? Ach, auf Q liegt das auch. Ups, da bin ich aus Versehen drauf. Mutanten-Neuheiten. Some familiar names on the Chandler Avenue sex offender list. Nilo Padlio, Benny Shaw, Ted Bear, Misty Minia, Scary Larry. Wow, is this still here? I used this to deal with a cunning criminal on my Under a Killing Moon case who had a bad case of bozophobia. God. Hey, Rusty Kids, and I'm here. Ah! Mommy's come back. Oh, man. I heard he had my name tattooed on his knuckles, and he wants to show me firsthand when he gets out of prison. I'm not really looking forward to that. Ja, so, dann gehen wir wohl mal hier hoch, weil hier sehe ich eigentlich nichts weiter. Aha, was ist das? Oh, die Leiter. Ich weiß immer noch nicht eigentlich, wofür wir die Leiter haben wollen unbedingt. Like an interesting read. Enigma, eine Tex Murphy, ein Tex Murphy Roman von Aaron Connors. Er hatte das größte Geheimnis in der Geschichte der Menschheit entdeckt. Looks like an interesting read. Vielleicht ist das der Drehbuchautor oder so? Also Drehbuch, naja, ihr wisst, was ich meine, also der Storyautor. Now that I have a ladder. I can get into the second floor of the electronics shop. Ah, alles klar. Danke für die Info. Sonst wäre ich hier jetzt auch noch ein bisschen rumgerannt und hätte mich gefragt, was müssen wir denn jetzt damit machen? Das ist mal ein großes Hundehaus. Good evening, ladies and germs. I'm your entertainer tonight, Mr. Franco Spinoza. I'm gonna be playing some songs that I know you'll love. Listen to this one. Hot and cold, the shower sprays on me, la la, hey, la la la, to hell with it. Okay, so. Yeah, the Golden Gate Hotel was so famous, they named a bridge after it. Okay, das ist wieder das Golden Gate Hotel. Ich hatte gehofft, hier liegt noch irgend so ein Heft rum, aber da habe ich wohl Pech gehabt.
So, dann zum Elektronik-Store. Wo war der denn? Da hinten. Okay. Verstehe. Da also. Da will ich rauf. Gut. Kriegen wir hin, ne? I'm no detective, but you need to find a way to get up to the second floor of the... Oh, Entschuldigung. That was a waste of time. Oder soll ich das von da oben rüber legen? Looks like someone shot out the window on the second floor of the... Ah, alles klar. So, und jetzt hoch. Und da rein. Oh, schaut mal, Einschusslöcher. Yeah, Louis once told me these rooms were used by bootleggers and smugglers during Prohibition. There were hidden panels in rooms where they'd hide their stash. Schauen wir uns hier mal um. Someone needs to update their poster collection. Prohibition ended 100 years ago. Someone needs to update their poster collection. Prohibition ended 100 years ago. Was ist das denn? Oh, das ist ein Rätsel, aber ich verstehe es nicht. Blau, gelb? Schöne Sache, schöne Sache. okay. Wie komme ich hier weg? Hä? Was ist das da? Ich komme hier. Wow! Was habe ich denn da eben gemacht? Well, what do we have here? Sekunde, ich guck noch mal kurz. Blau, lila, gelb. Aha. Tja, irgendein Hinweis wird das wohl sein, aber ich weiß noch nicht für was. That's a damn shame. This guy was working diligently to get a free sub at Inspector Burns Barbecue. Ah, schade. Well, someone's been living up here. Oh. Someone's been spying on the citizens of Chandler Avenue. Aber echt, das ist eine Kamera, verflixt und zugenäht. Hier ist eine Uhr, die kann ich aber nicht nehmen. Auch das kann ich mir scheinbar. Da. A business card from a rival detective. What the hell? Ja, ich wurde ausspioniert, würde ich sagen. Oh, I was anti-habition myself. Okay, wurde der jetzt quasi erschossen oder muss ich... Wow, mich hier noch weiter umschauen. Hier scheint nichts zu sein. Hier auch nicht. Was ist das denn? Die Tür sieht ja komisch aus. Okay, er hat ja gesagt, dass es hier so... Louis once told me these rooms were used by bootleggers and smugglers during Prohibition. There were hidden panels in rooms where they'd hide their stash. Hidden panels. Ah, da, jetzt sehe ich's. Aber wie kriege ich denn das weg? Wie kann ich denn das wegschieben? Da. Na. What the hell's been going on in there? Ich hab's gesehen. Wie kriege ich denn das jetzt hier weg? What the hell's been going on in there? Hm, kannst du das mal wegmachen, bitte? Oder hat das was mit diesem Code da zu tun? Aber ich konnte da ja gar nichts machen. Das ist ja das Problem. A day at the races. Habe ich irgendwas... Das ist ja jetzt... Kaputte Laufrolle der Seilrutsche. Weiß ich... Ui! Ups, sorry. Ich drücke mal auf Q. Hä? Ja, wie kriege ich denn das weg hier? Wartet mal ganz kurz. Optionen. Eingabe. Oh, es gibt so viele Sachen. Interagieren. Ach Mensch, okay, wartet. Ach so, nee, ich habe ja interagieren. Es ist ja nur halt nicht möglich, gerade was zu interagieren. Nochmal. Zwischenspeichern mit dem Kamera bewegen, Smart Alex. Das wiederholt sich ja. Zwischenspeichern bewegen und wieder Smart Alex. Es ist immer wieder das Gleiche. Dann glaube ich eigentlich, dass ich keinen Button übersehen habe. Aber da passiert ja nichts. Ich würde ja sagen, okay. Außer ich muss... Blau, lila, gelb. Blau. Okay, ach so, es war so einfach. Hä? Habt ihr es gehört? Das war aber sehr laut. Vielleicht hat sich hier draußen jetzt was geöffnet. Nee. Was ist denn passiert? Was ist passiert? Was ist geschehen? Geht das jetzt auf hier? What the hell's been going on in there? Okay, ich guck nochmal. Vielleicht muss ich warten, bis es... Blau, lila, gelb. Blau, lila, gelb. Okay, wartet. Ich warte nochmal.
Gelb. Oh, ich weiß nicht. Das geht zu schnell. Okay. Oh Gott. Blau, gelb. Oh. Also. Gelb, blau, gelb, 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 blau. Ach, das ist mir zu lang. Das kann doch nicht deren Ernst sein, ey. Wie soll ich mir denn so eine lange Kombination merken? Ich kann sowas nicht gut. Ich muss jetzt von neuem anfangen. Ah, okay. Na gut, ihr Lieben. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall auch einen Einblick erhalten in das Spiel. Aber ich habe so das Gefühl, dass es auch schon sehr, ich sag mal, nostalgieabhängig ist. Also ich glaube, es ist schon empfehlenswert, die vorherigen Tex Murphy-Spiele gespielt zu haben. Ansonsten, ja, ich sag mal, teilweise sind die Szenen ja ganz lustig, die so eingespielt werden dann, wenn man irgend so Gegenstände anschaut. Aber wenn man die alten Spiele nicht gespielt hat, dann weiß ich nicht. Dann kann man, glaube ich, nicht so viel damit anfangen. Und ansonsten ist auch diese Welt so ein bisschen leblos. Aber vielleicht kommt das auch noch mit der Zeit. Ich möchte jetzt echt nicht sagen, dass das Spiel nicht gut wäre, aber es trifft nicht so ganz meinen Geschmack, muss ich leider sagen. Und die Story kommt auch einfach nicht in Fahrt. Also klar, wäre jetzt natürlich geil, dahinter zu kommen, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht Lust, hier dieses elendig lange Farbmerkspiel zu machen. Wir haben auf jeden Fall einen Einblick erhalten in das Spiel. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen von euch, der die alten Tex Murphy-Spiele gespielt hat und darüber nachdenkt, oh, gucke ich mir mal das neue Spiel an? Kaufe ich mir das oder kaufe ich es mir nicht? Ich werde auf jeden Fall nochmal zu einem alten Teil greifen. Den werde ich mir mal anschauen. Und dann werde ich mir nochmal dieses Spiel hier anschauen, nachdem ich einen alten Teil mal gespielt habe. Ich glaube, das ist besser. Genau, dann kann man auch mit den ganzen Charakteren was anfangen. Na gut, ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns... Oh, da oben waren wir noch nicht. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Wir können ja einmal schnell noch hin. Das interessiert mich jetzt schon noch, ob da oben möglicherweise irgendwas ist, wisst ihr? Also wenn man überhaupt hinkommt. Every few years, someone gets the bright idea that this place should be preserved. Repairs are done for a few months, then the workers disappear when City Hall realizes what type of people really inhabit this place. Oh, was ist das denn? Peanuts. My nose has started sagging lately. Makes it hard to breathe. Now, what kind of info you looking for, huh? Oh mein Gott, der sieht ultra gruselig aus. Richtig, richtig arg gruselig. Was sind das denn für komische Behältner? Behältner, oh Gott, Behältner. Komm ich hier hoch? Wow, das ist ja mal ein Turboaufzug. Krass. Oh, das war's schon. Oh, den Rest müssen wir zu Fuß gehen. Wum, 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 wum. Oh Gott, ist das sehr weit? Nee, wir sind fast oben. Okay. Ist ja nicht so spektakulär. Gibt's hier nicht mal was zum Einsammeln? Whoa. I wasn't always nervous about heights until my Under a Killing Moon case. I was trying to break into a luxury high-rise and slipped from the 32nd floor. Looks like no one's home. This is gonna be easier than falling off a horse. This window doesn't want to open up. Maybe if I... Whoa, whoa! Wie geht das denn? Fortunately, I hit an awning before I hit the ground, but I didn't stop bouncing for about 30 minutes. Sehr geil. Was würde denn passieren, wenn ich jetzt... Koi Tower, once one of the great landmarks of the city, is now a broken down monument. Ich guck mal, was passiert und ob es überhaupt geht. Wow! Hä? Well, you're dead. Don't be sad, it's probably the most satisfying ending this case was ever going to have. Okay, das ist sowas wie der Game-Over-Screen. Aber interessant, man kann also sterben.
Man sollte hier vorsichtig sein. Na gut, ihr Lieben. Also, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns in einem anderen Angezockt oder Let's Play wieder. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.